So, wir kommen zu der nächsten Jahr 2021 von der Black Series 6 Inch Reihe mit den neuen Verpackungen. Und zwar die erste Wave aus Clone Wars, Mandalorian und The Bad Batch. So, wir machen wieder als erstes die Verpackungen. Wir haben hier der Seite ein schön gemaltes Bild, welches dann zusammengesetzt mit den folgenden Nummern hier aus der dementsprechenden Clone Wars ein ganzes Bild ergeben. Habe ich in meinen 2020er Videos schon mal darauf angesprochen. Und hier haben wir zum Thematik Star Wars The Clone Wars eine eigene Farbe bekommen. Hier so mehr so gelblich. Und in dem Fall hier Asajj Ventress. Ja, vorne mit dem Blister. Hier an der Seite kann man noch ein bisschen reingucken. Und auf der Rückseite in mehreren Sprachen nochmal das Profilbild. Asajj Ventress ist eine von Khon Dooku im Dienste des dunklen Seide ausgebildete Attentäterin, die als wahre Sith anerkannt werden wollte. Doch dieser Status war unter der Regel der 2 nicht erlaubt. Ja, ähnlich wie Anakin im Rang eines Meisters. Na gut. Das Schöne ist an diesen Figuren, wie schon immer erwähnt, dass man sie wieder zurückpacken kann in den Blister. Wir haben dann hier die Warnhinweise. Nochmal ein Kartonage-Inlay. So, und dann die Figur hier. So, und da ist sie ausgepackt, unsere Lieblingsattentäterin aus der Clone Wars, Asajj Ventress in 6-Inch-Style. Ja, sie kommt hier mit zwei Lichtschwertern, welche, wie schon bei der 3,45-Inch-Reihe, zusammengeklipst werden können und so dann eine Art Doppellichtschwert bilden. Jede Klinge ist abnehmbar und man sieht hier noch links und rechts jeweils einen Nippel, und zwar kann man sie dann dementsprechend hier befestigen in den Gürtel. So. Und ich auch noch rein. Ja. Und somit hat sie dann hier diese beiden Verzierungen auch noch, die sie auch so scheinbar in der Serie getragen hat. Ja, von den Bewegungspunkten her ist sie wie alle 6-Inch-Figuren hier den Kopf, den Nackenbereich diesmal sogar noch, die Ellbogen, Schultern, die Hände. Ebenso hier Hüfte und die Beine und die Füße. Ja, die Farben sind schon recht imposant. Dieses lila glitzernde, samtene Unterteil finde ich nicht schlecht. Den Gürtel hier oben angebracht, separates Teil. Wir haben hier hinten ihre blasse Haut, da schon ein bisschen abgeplatzt die Farbe. Und ansonsten vom Gesichtmold her, ja. Also es ist halt Realistic Style. Die Finger graziös gemacht. Die Lichtschwerter wieder weg und hier an der Gürtel vorne eben schöne Verzierungen, die Scherbe. Ja, schon klasse Figur. Ventress. Als nächstes haben wir dann aus der Mandalorian-Serie Bo-Katan Kryze. Oder Kryze. Hier mit diesen hellbraunen. Wir haben hier wieder das Bild. Der Seite, Figur vorne drin und als Kurzbio
Bo-Katan Kryze ist eine talentierte Kriegerin, eine legendäre Mandalorianerin. Sie weigerte sich, die Besetzung Mandalors durch das Imperium zu akzeptieren. Hier mit der Nummer 10. Ja, da ist sie mal ausgepackt, unsere Anführerin der Mandalorianer, der Death Watch, und hast sie nicht gesehen. Sie hat schon eine Vorgeschichte. Ja, als jeder Mandalorianer hat sie natürlich viel Zubehörteile dabei. Aber schauen wir uns sie erstmal an. Sie hat hier einen der beiden Zwillingsblaster in der Hand, die eben mandalorianische Blaster sind, die eigentlich so ziemlich jeder hatte, und kann man auch hier in die Halterung reinstecken. Das Gesicht ist sehr schön getroffen, also von der Schauspielerin Katie Sackhoff. Mir hat natürlich eigentlich nie dieses Stirnband gefallen, schon in der Clone Wars Reihe nicht, aber gut, Geschmackssache. Super Rüstung, mit allen Schnickschnack, hier diese Zwitschervögel, hier unten die Rüstungsteile der Beskar Rüstung, hier das Zeichen der Eule, beiden Seiten das Emblem, und sie hatte hier einen kleinen Jetpack an, der natürlich auch abgenommen werden kann. Und als Highlight für jede Spielfigur eben der Helm, den man natürlich überziehen kann. Und mit dem typischen Logo hier des Eulenclans. Der Visor kann nach unten geklappt werden. Sehr schön gemacht. Auch von den Farben her, ja, ist sie ziemlich sauber gehalten. Wir haben zwar ein paar Abnutzungsspuren hier an der Brustplatte und hier ein paar Rostflecken oder Dreckflecken an den Schonern. Auch der Gürtel ist hier schön dargestellt noch. Hier auch die Schlaufen. Ja. Bewegungspunkte geht es bei den anderen Figuren und bei der auch nicht weiter drauf ein, sind bei allen so ziemlich gleich. Ja, und 21 ging es dann auch mit The Bad Batch los, zumindest was die Figuren betrifft. Die Serie kam schon vorher raus und hier als erstes natürlich neue Farbe, so Weinrot, Dunkelrot. Star Wars Bad Batch Hunter. Hier das Zeigen des Fotos. Hier natürlich die Nummer 1 und ein kleines Biopic. Die Kloneinheit 99 ist das Resultat von Experimenten der Kaminoaner zur Schaffung einer zur Klonkommandos bestehenden Spezialeinheit Hunter. Ihr Anführer ist ein starker und stoischer Krieger mit einem extrem feinen Gespür, das ihm einen Vorteil bei der Suche seiner Ziele bietet. So, da haben wir ihn, den Superklon. Der Kloneinheit 99, Hunter, er hat ein ausgeprägtes Spürsinnvermögen, also was dann so Fährtenlesung und sowas betrifft. Und ja, also die Fortsetzung von Clone Wars ist The Bad Batch. Auch diese Figur kommt mit vielen Accessoires. Wir haben hier zum Beispiel den typischen Arc Trooper Blaster, den auch Captain Rex und so benutzt. Wir haben hier die aufgemalten, Schulterplatten, die hier oben angebracht sind, um eine Bewegung hier zu demonstrieren. Wir haben dann hier die Bezeichnung 99. Das Zeichen eines Totenkopfes hier drauf. Ja, also die Serie ist schon nicht schlecht als Fortsetzung. Und ja, ich mag sie. Animierter Style. Mal schauen, was die dritte Staffel bringt, wenn sie denn irgendwann mal kommt. Als nächstes hat er hier eine größere Blastergewehr, ähnlich wie die Republic Commandos, welche in dieser Serie auch etwas mehr zum Zuge kommen. Sie wurden ja schon in Clone Wars, also eigentlich
vorgestellt und jetzt so einen Kanon übernommen. Ja, also hier die Waffe nochmal. Ein ähnlicher Rucksack wie schon die Republic Commandos. Die kommen dann später irgendwann auch noch. Die Gaming Great Serie. Der Rucksack kann hier nicht verkehrt herum angebracht werden. Wir haben hier so ein T-Stück, das hier hineingemacht werden kann. Ja, eine graue Rüstung. In der zweiten Staffel haben sie dann natürlich andere Rüstungen. Dann gibt es nämlich wieder neue Figuren. Und das Schöne ist, er hat hier ein Accessoire noch dran bekommen. Und zwar ist hier ein Vibromesser noch drin, welches an der Klinge auch noch tolle Zeichnungen verarbeitet wurde. Oder Elektronik ist. Ja. Und dann kommen wir hier nochmal zum Helm. Klontrooper-Helm, der individuell angemalt ist hier. So zwei Farben hier, einmal dunkel und einmal hell. Und wenn wir den Kopf dann befreien, dann sehen wir auch hier, dass das Gesicht tätowiert wurde. Nämlich ähnlich wie beim Helm, nur anders herum. Hier eben die normale Gesichtsfarbe und auf der anderen Seite eine Art Totenkopf angebracht. Und auch hier nochmal ein kleiner Totenkopf am Stirnband. Ja, was man mit dem Kopf von Tamara Morrison oder den Klon so alles machen kann, ist schon genial. Auch hier noch ein paar Einkerbungen auf der Rüstung, Abnutzungsspuren. Ja, schon. Haben schon was, diese Special-Einheiten. Ein weiteres Mitglied des Bad Batches ist Crosshair, der Scharfschütze des Teams. Und eigentlich mehr so eine Art Eigenbrödler. Auch hier wieder mit der Nummer 2 sehen wir uns den Biopic an. Die Kloneinheit 99 ist das Resultat der Experimente der Kaminoaner zur Schaffung einer aus Klonkommandos bestehenden Spezialeinheit. Crosshair ist der Scharfschütze des Teams, dessen scharfes Sehvermögen ihn extrem treffsicher macht und ihm eine Aura der Überlegenheit verleiht. Aber da ist er mal ausgepackt, die zweite Spezialeinheit des 99er Squad Teams, nämlich Crosshair. Jo, gehen wir hier auch erstmal auf die Accessoires ein. Er hat hier auch wieder einen Arc Trooper Blaster bekommen. Diesmal allerdings mit einem zugehörigen Holster funktionierend, der an seinem Gürtel hier separates Teil angebracht ist mit hier genug Munitionsteilen. Die hat hier so eine Art Blade noch dran. Für was das ist, weiß ich nicht, aber schaut cool aus. Ansonsten die gleiche Nummerierung eben und das Team-Wappen. Der Kloneinheit 99. Er hat hier hinten auch einen Rucksack, der sich unterscheidet. Machen wir gleich nochmal. Und eben dieses riesengroße Scharfschützengewehr. Welches hier hinten angebracht werden kann. Was ich klasse finde. Oder andersrum. So, vielleicht. Was hier dieses kleine Teil noch sein soll, weiß ich nicht. Also zumindest war hier kein weiteres Accessoire dabei, um ihn hier irgendeine Art Waffe hineinzugeben. Ebenso wie hier. Ich denke einfach, dass das das Mold ist von der vorherigen Figur, an dem dann diese Schacht angebracht ist. Für das Messer. Ja, auch der Rucksack kann abgenommen werden. Auch hier wieder ein T-Stück, dass man es nicht falsch rum reinbringt. Aber auch schön bemalt. Und der Helm individuell hier gestaltet. Also
schaut schon ein bisschen wie ein Clone Trooper Helm aus, aber doch ein bisschen anders. Wir haben hier ein gehobeneres Visor, also beziehungsweise Visier, und hier dann nochmal Scharfschützen oder Nachtsichtgerät runtergeklappt. Und dann schauen wir mal unten Dings nach. Auch er hat eine Tätowierung, nämlich eine Art Zielfernrohr oder Zielscheibe, Zielfernrohr, eher auf dem Auge, und er ist eine sehr dünne Version von Jango Fett, also von den Klonen. Also in der Serie schaut er gar nicht aus wie einer von ihnen, aber ja, ist schon. Auch er hat hier ein paar Kratzer drin, sieht man jetzt vielleicht nicht so auf der Kamera. Ja, schon geil. Und die letzte Figur für heute, auch aus der Bad Batch, und zwar diesmal allerdings kein Mitglied, sondern das Elite Squad Trooper. Eigentlich mehr eine Rüstung eines Clone Troopers, diesmal halt nur in Schwarz. Nach der Gründung des Galaktischen Imperiums enthält eine kleine Gruppe extrem gut ausgebildeter Rekruten den Auftrag, gegen das Imperium agierende Rebellen in der ganzen Galaxis zu neutralisieren, um die Effektivität einberufener Soldaten zu beweisen. Nummer 3. Ja, da ist er, der schwarze Elite Squad Trooper. Technisch gesehen kein Klon. Spielzeug umgesetzt. Ist er eigentlich ein Repaint eines Clones der Phase 2. Nichts anderes. Auch er kommt mit wenig Accessoires aus. Er hat hier seinen typischen Clone Trooper Blaster, also noch nicht mal den E11 Blaster. Und diese Truppe wurde von, ja, ich will es nicht zu viel spoilern, aber von einem ehemaligen Klon rekrutiert und befehligt. Und wenn man hier vielleicht gemacht hätte, dass man den Helm abnehmen konnte und ein ganz anderes Gesicht, also kein Clone Trooper Helm, kein Clone Trooper drunter wäre, dann wäre es zumindest in der Serie serienakkurat gewesen. Da dies alles normalsterbliche Bürger waren, die sich dem Imperium angeschlossen hatten. Frauen wie Männer. Ja, ansonsten, wie gesagt, Clone Trooper Ausführung, nur halt schwarz angemalt. Das Schönste an dieser Figur ist dieses Visier. Welches hier in grün schimmernd angemalt wurde. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.